FC Köln vom Sportgericht des Deutschen Fußballbundes DFB mit einer Geldstrafe in Höhe von 7.500 Euro belegt worden. Bei der Bemessung der Geldstrafe wurde berücksichtigt, dass Köln den konkreten Täter ermittelt und gegen ihn ein bundesweites Stadionverbot ausgesprochen hat. Für den FC besteht nun Möglichkeit einer zivilrechtlichen Inregressnahme des identifizierten Täters. Im Meisterschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart 2:3 am 4. März 2018 wurden von einem Kölner Vorsänger in der zweiten Halbzeit über ein Megafon wiederholt grobe Beleidigungen und Diffamierungen in Richtung des Stuttgarter Torhüters Ron-Robert Sieler gerufen. Gegen den Mann, der schnell ermittelt worden war, wurde ein zweijähriges Stadionverbot verhängt, das für alle Spiele der Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Liga und der Regionalligen gilt.